Ist einer heute hier, der da glaubt, Fragen stellen zu müssen, der neu hergekommen ist? Keine Fragen. Es bleibt auch, das habe ich mir gedacht, bleibt auch keine Frage übrig. Aber lassen wir zu dem. Gut. Ich will Sie auch noch weiter belehren. Bitte schön, stellen Sie die Frage, die Sie zustellen, gedacht. Die können Sie jetzt stellen. Bitte schön. Bitte kriege ich da eine Kugel von Ihnen. Was ist das? Was habe ich gesagt? Ist es notwendig, dass der Mensch, dass sie eine Kugel haben muss? Habe ich das nicht gesagt? Und doch nimmt er diesen Gedanken, doch hält er den in sich fest. Ich möchte eine haben. Sicher, damit Sie die Handtasche nicht überzutragen brauchen. Ich habe bei Ihnen ja nichts berührt. Muss ja auch nicht. Aber dass eine Kugel sein muss, ist nicht unbedingt notwendig. Es gibt Menschen, die sie gar nicht zu schätzen wissen. Sag ich auch. So, lieber, ich habe eine Kugel. Und kommen Sie und machen Sie ein Computer. Und dann gehen Sie in den Wäscheschrank, ein bisschen gar nicht. Dann kommen Sie zu mir und wissen gar nicht, wo sie ist. Da muss ich in deren Behausung wühlen, wo ich gar nicht drin war. Wo ich noch nie war bei den Leuten, dann sage ich, ja, sie haben die Kugel doch da liegen lassen. Und ihre Frau, die hat sie da reingelegt. Dann habe meine Frau gefragt, die wusste ich, dann gehen Sie heim und holen Sie sie da raus. Habe ich in die Wäsche gesteckt. Und sie sagt, wer sind Sie? Ja, sagen Sie, das wissen Sie nicht. Wie weit man doch sehen kann. Man kann auch Rückschau halten. Aber damit will ich herausstellen und den Menschen den Beweis dafür geben, wie wenig er von sich noch von seiner Umgebung weiß. Wie wenig? Gar nichts. Das ist ihm nicht hauptsächlich, sondern das ist ihm so nebensächlich. Und wie ich auf alles achte. Aber Freunde, dass ich kann, so es mir gegeben wird, wird es ihm auch gegeben. So sie erstmal das getan, was sie an sich selbst zu tun haben. Und dann auch an ihren Nächsten. Aber da können sie nicht verlangen, sagen, ich will nicht gleich so sein wie er. Langsam. So ich nur etwas verlangen würde, würde ich es auch nicht bekommen. Ich erlange es immer zur rechten Zeit, immer dann, wenn ich es brauche. Immer. Sonst hole ich auch nichts. Wenn es hier ein Durcheinander geben würde, auch von Fragen, oder muss ich schnell schalten? Aber so ich auf Fragen eingestellt bin, dann geht es schnell, dann kriege ich es. Ne? Bin ja kein Schriftgelehrter und doch weiß ich in den Aktenkram Bescheid. Ne? Was nicht gelesen habe, aber ich schlage immer richtig auf und weiß, wo das Wörtchen oder das Sätzchen steht. Das ist so sonderbar. Ja, ich nütze die Zeit richtig, Freunde. Nicht, dass ich mich darin vertiefe und nachher durcheinander werde. Nein. Wenn ich es brauche, bekomme ich schon. Und genauso ist es auch bei Ihnen, so Sie es brauchen, werden Sie es bekommen. So ist es notwendig. Alles gut. Haben Sie schon Kugeln? Nein. Ich sage das schon gar nichts. Kommen Sie hier rein. Haben Sie nur vor dir. Danke. Dabei nicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, verlieren Sie es. Wissen wir, mir mal eine Kugel geben. Aber mir geben Sie alles da zusammen, was Sie so in sich haben. Nicht? Ich muss dann sehen, wie ich fertig werde. Aber so Sie was empfangen, achten Sie darauf und Sie werden auch damit fertig werden. Das glauben Sie nicht. Hat man Anfang gemacht und wir hatten noch keine Kugel? Sie haben alle mal keine. Auch mal keine. Auch mal keine. Oh. Machen Sie mich ja zum Fabrikanten. Sie machen mich wirklich zu dem, wie ich dem Richter gesagt habe. Die habe ich fabriziert. Die werde ich weiter fabrizieren. Und wer glaubt wohl, ein Recht zu haben, wer dazu verbieten? Keiner. Wird es weitermachen. Immer den geben, der eine will. Du ist halt auch. Aber nicht verkaufen, verlieren. Doch, es gibt Menschen, die sie verkauft haben. Bitte, ich werde verlieren. Bitte.
ja machen wir keiner. Komm sehr. Zufrieden? Na, liebe Freunde, wenn Sie wissen, ich habe mal einen Freund nach Brasilien ein paar Kugeln mitgegeben und ein paar Folien. Und jetzt am Montag, was haben wir heute? Ja, diese Woche Montag war es. Da habe ich ihn hier getroffen, er ist in Urlaub. Und was glauben Sie, was der, dieser gute Freund, alles Mögliche zu berichten weiß? Der weiß die Kugel zu schätzen. Hat doch hier und dort mal einen und den anderen was geben können. Nun einen Fall. Wie groß die Ansteckungsgefahr ist. Er begegnete einen älteren Herrn. Und er klagte sein Leid und sagt, so, die Finger sind steif, ich kann mit meinen Händen nichts mehr tun. Und das habe ich schon viele Jahre, aber ich kann die Hände gar nicht nützen. Jetzt muss ich zum Arzt und der will eine Operation von ihm und biegte mir zurück, aber steif bleibt er. Bin ich doch ein geplagter Mann. Ich habe schon Jahre eingebüßt und habe nicht mehr so schaffen können, wie ich schaffen wollte. Und dieser Freund denkt vor sich hin, König sagt, wenn du einen triffst, gib ihn. So du willst, dass ihm geholfen wird. Ja, ich gebe ihm eine Kugel. Griff zur Tasche und gab ihm die Kugel. Und legt ihn so in der Hand. Nichts gesagt von Gröning. Wie das dass er wohl glaubte, wenn der Name Gröning auftaucht. Oh. Nun gut, Sie wissen nichts. Woher vergeht ihn, wenn Sie wissen nichts? Und dieser gute Mann nimmt die Kugel jetzt zur Hand. Hm. Na, sagt dieser, der Schenker jetzt, der Freund. Halten Sie ruhig mal fest. Der will nur fragen, kommt gar nicht zum Fragen, was das bedeuten soll, die Kugel. Dann fällt es dann so fest, aber der Finger ist steif und dann zieht die anderen Finger zu und sagt nun, sag, wissen Sie doch nicht. Schau, was ist das? Sehen Sie hier? Ja, das ist die Antwort unseres Freundes. Von dem ich die Kugel habe, von dem ich gebeten habe, dem Menschen die Kugel zu geben, der sie braucht. Jahre lang, aber das ist ja nun schlecht. Nicht? Das hindert doch, man kann doch nichts richtig greifen. Und jetzt ist er frei. Warum? Jetzt kann er glauben, so weit ist der Mensch gefallen. Und sein Sohn war verunglückt. Nachdem. Von einer Brücke gestürzt, sodass er im Krankenhaus gelegen in einem Gipsbecken. Er konnte seinen Körper nicht rühren, er war auch nicht klar beim Bewusstsein und hat da schon ein Jahr gelegen. Aufgegeben, der zu sagen, da können Sie nichts machen, ist alles zerschmettert, ist nichts mehr möglich. Die Frau von dem Mann sagt zu ihrem Mann, er kam gar nicht mehr drauf. Wie wäre das? Dir hat die Kugel geholfen. In Brasilien wird sie nicht bestraft, die Kugel. Wie ist das? Ja, sagte, ich weiß nicht, wo ich den Finger heißt dieser Freund, ja, nicht Daumen, Finger heißt er. Ich habe vorhin Namen nicht gesagt. Heißt Finger. Wo können wir den kriegen? Ich weiß nicht mal seine Wohnung. Ich weiß auch nicht, wo er tätig ist. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Und eines Tages treffen sich beide. Und da hat er von dieser, die Frau, das heißt die Mutter dieses Kindes, hat jetzt eine Folie bekommen. Und er sagt, hier, eine Kugel, ich habe nicht so viel Kugel, ich gebe jetzt nur Schicken, stand nur ein Plätzchen. Sie brauchen Ihrem Sohn nichts sagen. Na, sagt die Mutter, das versteht er auch nicht. Aber nehmen Sie das irgendwo ein. Dann hat man dem Jungen das in Pyjama eingenäht, hingebracht ins Krankenhaus, angezogen, fertig. Was sie mit ihm da sprechen wollte, war nicht möglich. Aber sie hat ihm die reine Wäsche gebracht.
Am nächsten Morgen kommt sie hin. Mutti, was soll ich noch hier? Liege ich nicht schon lange genug im Bett? Warum habe ich nicht gegessen? Gib mir doch was zu essen. Denn er hat ja kaum noch was gegessen. Und später, kurze Zeit darauf, Mutti, ich bleibe nicht hier drin. Aber warum soll ich in meinem Bett liegen? Er bewegte seinen Körper aus dieser Schale heraus und stand wieder auf eigenen Füßen. Und dieser Freund fing er, nicht der Vater mit seinen Fingern, sondern der Freund, hat ihn nachher in seinen Betrieb aufgenommen und er ist heute wieder ein vollwertiger Mensch. Nun brauchen Sie es nicht glauben. Sehen Sie, das ist die Frage, die übrig bleibt. Muss ich, was Sie persönlich nennen, immer dabei sein? Muss mein Körper anwesend sein? Muss der Name meines Körpers fallen? Ich sage nein. Und so bekomme ich das täglich bestätigt, was an weiter unserer Mitmenschen schon geschehen ist. Ich mache das nicht schmackhaft, mache das aber auch nicht leicht. Denn sie sollen ja selbst zur Erkenntnis kommen. Und so sie zur Selbsterkenntnis, wenn sie da angelangt sind, und dann haben sie viel geschafft. Und dass sie das Selbstvertrauen und den Glauben haben. Und auch können sie jetzt glauben, überzeugen sich aber davon, dass auch sie dann ihre Nächsten helfen können. Und dieser Freund, der nach Brasilien ausgewandert, war ja selbst ein Wracker. Er kam in einer Wohnung beim Rabbi. Und nützte den Platz, er wusste gar nichts von Gröning, nichts. Er war aber ein Wrack. Ist ein Vertriebener aus der Tschechei und er konnte kaum noch schaffen. So abgewrackt war sein Körper und er sitzt da und plötzlich dehnt sich die Brust so, dass es Hemdballplatz ist. Es war noch weiter wie dieses, wie meines ist. Und doch war das nachher ganz stramm an seinem Körper, so schwoll der Körper und sagt, was ist das? So dass dieser Freund dabei ihm dann sagte, ja, das ist ja kein Wunder. Sie sitzen da auf dem Platz, wo unser Freund immer sitzt. Wo soll ich dir vorhin sagen? Was ist das? Wer ist das? Na so und so. Ja. Von da ab war er frei und von da ab konnte er auch ins Ausland auswandern. Sonst hätte er das dann nicht ertragen können. Und wird gleich zum Helfer, zum wirklich wahren Diener Gottes. So kann man Menschen helfen. Aber erst brauchen sie die Hilfe. Erst müssen sie Erfahrungen am eigenen Körper sammeln. Und so sie es haben, so, sonst hätte ich nicht schon adressen geschickt. Ich habe nicht vergessen. Ich habe nicht vergessen. Nein. Aber erst müssen sie ja so weit sein. Ich bin ganz gesund. Wenn Sie nachher noch Zeit haben, können wir noch sprechen. Achso, nun muss ich noch eine Kugel holen. Und wer hat noch keine? Das ist heute billig, ne? Meine, Ihre geben? Geben Sie? Ja, danke schön, habe ich auch noch. Die kriegen Sie aber nicht wieder. Die brauchen Sie nicht mehr. Ach, jetzt verstehe ich, deswegen brauche ich auch keine mehr. Aber wer hat mir mal eine gegeben? Wer hat mir mal eine gegeben? Aber es werden Sie noch brauchen. Danke schön. Wir sprechen. Es ist eine Kugel, nicht eine Kugel, mit dem man Menschen töten kann, mit dem man Böses tun kann, sondern es ist eine Kugel, die grundsätzlich gegen das Böse steht, die das Böse nicht annimmt. Da haben Sie nur den Schutz gegen das Böse. Hm? Bitte. Für meinen Jungen. Oh, Sie, ja. Oh, ja, na, ich doch nicht. Geben Sie. Na gut, dann darf ich nur ganz kleine. Freunde, ich will Sie nicht verwählen. Das darf nicht sein. Das nützt, Moment. Das nutzt gar nichts. So Sie was verlangen.
Wenn Sie mich in Zukunft so belassen, ich gebe schon jedem immer das, was und wie er es braucht. Das ist besser. Sonst versteifen Sie sich nur auf die Kugel. Und das ist dann nichts. Sie wollen ja mehr als die Kugel. Ja? Aber ich komme ja dann alleine dazu, sonst nehmen Sie mir ja alles vorweg. Und dann ziehen Sie überhaupt keine Lehre daraus. Ich greife manchmal so in der Tasche oder irgendwo hin, wo nicht was, sondern das ist, was der Mensch braucht, und gebe ihm das. Ich habe ihm nichts gesagt und er hat es mir gesagt. Er hat es mir gegeben. Aber Sie sollen mir das doch nicht vorwegnehmen. Bitte. Ich? Ja, ja. Dankeschön. Und Sie haben alle jetzt. Alle mit Kugeln versorgt, sodass Sie alle gegen das Böse stehen können. Bitte. Ich bin gar nicht so doof. Aber ich muss Sie gleich belehren, so Sie doch einen Fehler begehen. Und es wäre falsch, wenn ich Sie nicht dahingehend belehre. Und nun, liebe Freunde, damit wir alles gleich so ganz auf das Tonband haben, richten wir uns heute nochmal an so ein technisches Wunder. Und dass wir das Band noch so voll bekommen, das heißt, oder all das mit aufs Band heraufbekommen, wie das es auch da sein Ende hat. Bloß bei uns wird es nie ein Ende haben, das hört nicht auf, das ist erst der Anfang. Ja? Und nun glaube ich, dass Sie mich richtig verstanden haben. Und ich glaube, dass Sie das Gute auch für sich zu werten wissen. Und ich glaube auch, dass Sie da dann, so Sie, sich selbst so viel wert sind, dass Sie an sich arbeiten, dass Sie dieses Wertvolle dann auch zu schätzen, wie zu schützen wissen, um es Ihren Nächsten geben zu können. Und damit will ich mich heute, jetzt von Ihnen verabschieden, mit dem einen herzlichen Wunsch, dass Sie, so Sie hier an sich selbst tätig sind, mit vollem Erfolg gekrönt werden. Ich wünsche Ihnen allen viel Glück und Gottes reichen Segen. Amen. Sich selbst dienen heißt Gott dienen. Nochmals alles Liebe, Gute, auch für Ihre Nächsten. Gott besitzt alles Gute.